Hey, Kollege! Dann nicht. Wenn ihr will, hat schon. Okay, keiner drin. Auch keiner. Dauert aber ehrlich gesagt ziemlich lange mit dieser Selbstzerstörung. Block A, komme nicht rein. Nö. Nein. Nein. Lassen Sie mich raus! Der Druck war zu stark. Ich war auf Ihr Niveau gesunken. Das war es nicht wert. Nichts war das wert. Ich bin mir sicher, das war so gewollt. Blim. Kannst ruhig nochmal piepen. Ich mache trotzdem eure Kippe an. Oh nee. Krass, die Zeit rennt hier. Die Zeit rennt. Ich will aber jetzt nicht aufhören, ehrlich gesagt. Also diese Scheiße jetzt so zwischendrin aufzuhören, dann bin ich voll raus. Obwohl, das waren ja von der ersten zur zweiten Aufnahme waren ja bloß ein paar Stunden Pause. Weil ich vor uns einfach keine Lust mehr hatte. Und selbst da ist man schon raus, so ein bisschen. Ja, ich drück gleich, kein Stress. Ja. Was mit dem Hampel hier? Was ist mit dem? Lega. So. Lassen Sie mich raus! Ach komm, das geht gar nicht. Holen Sie mich hier raus! Ich bin unschuldig! Lassen Sie mich raus! Nein. Du arbeitest hier. Du kannst nicht unschuldig sein, Kollege. Danke. Dachte, ich hätte da drin verrecken müssen. Ich brauche Sie, um durch die Luftschleuse in der Entgiftungskammer zu gelangen. Sie sind verrückt! Der Schub fliegt in die Luft, um Himmels Willen! Entweder das oder zurück in die Zelle. Sie haben die Wahl. Okay, ich tu's. Ja, aber schießen ist nicht böse, oder was? Der Stress machte sich bemerkbar. Ich hatte einen Fehler gemacht, den ich nicht wieder gut machen konnte. Beim Rote, Alter. Ja, warte. Wollt mir die Zellen angucken im Block A. Wie gesagt. Danach können Sie gehen. Sie sind ein freier Mann. Das ist schon zu viele Leben. Oh,
Aber ich kann die nicht töten oder was? Das heißt, ich lasse einfach laufen. Nichts zu finden hier überall. Nichts zu finden. Okay, mal speichern. Aus wie ein Labor hier. Zweifel, dass die Daten hier drin sind. Wofür der Fahrstuhl hin? Ich saß mitten im tödlichen Netz des Falles Valkyr. Ich glaube nicht. So. So, der andere Laser ist dort, der ist da. Der Schirm des Laborterminals zeigte das Logo des Projekts. Dann will ich einfach mal das weghaben. So. Geheim. Projekt Valhalla. US Army. Yggdrasil-Netzwerk. Valhalla. Das Jenseits in der nordischen Mythologie, wo die mutigsten der Helden ihr Leben nach dem Tod in alle Ewigkeit mit Feiern und Kämpfen verbrachten und ihre Wunden Nacht für Nacht auf wunderbare Weise geheilt wurden. Valkyr. Valkyren. Die Jungfrauen, die die tapfersten Krieger der Wikinger auswählten und sie nach Valhalla führten. 1991. Forschungsziel ist die Erschaffung einer chemischen Substanz, die Ausdauer und Moral der Infanterietruppen verbessern sollte. 1995, Ergebnisse unbefriedigend. Projekt abgebrochen. Jemand hatte beschlossen, dieses kranke Experiment ohne Erlaubnis fortzusetzen. Projekt gefährdet. Daten nach außen gedrungen. Beheben Sie das Problem um jeden Preis. Sicherheitsstufe rot, autorisiert durch die Projektleitung. Feldversuch. Dosis für die verbleibenden Testpersonen verdoppeln. Subjekte beobachten und ihr Verhalten in urbaner Umgebung aufzeichnen. Der Einsatzort war meine alte Adresse in New Jersey. Die Akte genau 3 Jahre alt. Gerade wenn man glaubt, die tiefsten Abgründe des Schreckens erreicht zu haben, wird es plötzlich viel schlimmer. Wie sollte man die leise Stimme in seinem Kopf abschalten, die flüsterte, dass man froh sein müsste, dass deine Rache jetzt, wenn nicht schon vorher, auf jeder moralisch vertretbaren Skala zu rechtfertigen wäre? Diese leise Stimme bewies gegen jeden Zweifel, dass ich verdammt war. Die Frau mit dem Pfennig absetzen war vor langer Zeit gekommen und wieder gegangen. Hier gab es wirklich nichts mehr. Der Name des Bunkers wurde zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Sind wir hier auf der anderen Seite? Ja, ich laufe ja schon.
Ja, das war mal Timing. Du setzt ein Puzzle zusammen und das endgültige Bild zeigt dich beim Lösen desselben Puzzles. Ein verrückter Killer mit grünen Augen steht hinter dir, eine Wirklichkeit gewordene Großstadtlegende. Die Testpersonen des Projekts Valhalla waren die verrückten Junkies, die meine Familie getötet hatten. Der Rest war einfache Mathematik. Alles führte zu ihr. Miss Valkyrie. Die Fabrik ging hinter mir in einem blühenden Inferno in die Luft. Alle meine Beweise waren tot, verwandelt in Rauch und Asche. Ich hatte die Orientierung verloren. Seit Millionen Jahren hatte ich nicht mehr geschlafen. Kapitel 4: Betrügerischer Bastard. Ich fühlte mich dünn wie der Tod. Ich hatte mich von einem endlosen Vorrat wochenalter Donuts ernährt. Sie waren der Treibstoff für das verrückte Höllenfeuer in meinem Kopf. Seit ich unter die Totengräber gegangen war, konnte ich mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal die Sonne gesehen hatte. Mit der Dunkelheit verwandelte sich New York City in etwas Dunkles, anders als in den alten Songs von Sinatra. Böse Dinge geschahen in der Nacht in den Straßen dieser anderen Stadt, Noir York City. Ich saß in einem 24-Stunden-Diner und trank literweise übel schmeckenden Kaffee. Eine neue Nachricht von BB brachte mich wieder auf die Spur des Killers. Was zum Teufel ist in der Roscoe Street passiert? Maxi, ich bin in einer üblen Lage. Wir müssen das besprechen. Heute Nacht 2.30 Uhr im Choir Communications Parkhaus. Je mehr ich über den Mord an Alex und über den Verrat nachdachte, desto mehr sah es nach der Arbeit eines Insiders aus. BB hatte mich verkauft und jetzt wollte er beenden, was er begonnen hatte. Die Garage war menschenleer. BB trug einen maßgeschneiderten Anzug, eine goldene Uhr und passende Manschettenknöpfe. Alles viel zu teuer für einen Kopf. Maxi! Dieser unverbindliche Bastard. Er war so schuldig wie die Hölle. Wofür zum Teufel steht BB eigentlich? Betrügerischer Bastard? Komm, hör schon auf. Rauch eine Zigarre. Ich rauche nicht. Maxi, du hast ja keine Ahnung, wie groß die Sache ist. Sie ist riesig. Ich denke schon. Du bist ein mieser, bestechlicher Kopf, der seinen Partner verraten hat. Die Gangster in der Subway waren ein Geschenk, schwer zu verfehlen. Ich wette, mit Alex war es genauso. Auge in Auge. Das hier kannst du nicht gewinnen, Max. Nein, aber ich kann dafür sorgen, dass es auch niemand von euch tut. Es stellte sich heraus, dass BB nur ein weiterer Strohmann war. Dieser Kopf, der absahnen wollte, ein Feigling, der sich aus dem Staub machte und die Drecksarbeit von seinen Gorillas erledigen ließ. Was halten die denn aus? Meine Güte. Du. Ah, komm schon. Na, ah, jetzt ist sie dort. Ach, gerade keine Muni mehr. Oh, müssen wir bestimmt das ganze Parkhaus kämpfen jetzt. Mal angucken. So. Ah, schade. Das sah ziemlich sehr nach einem Versteck für irgendwelches Zeug aus. Hallo? Hallo? Keiner da. Es wäre zu einfach, wenn der Fahrstuhl funktionieren würde. Sind das immer für Parkhäuser, wo lauter Klumpe rumsteht?
gar nicht gespeichert. Wir gleich mal machen hier. Was war das denn? Ja, Fahrstuhl. Hinten was? Warum steht in Spielen, in Parkhäusern immer irgendwelches Gelumbe rum? Das muss mir irgendwann, muss mir das mal jemand erklären. Oh krass. War ich gerade abgelenkt. Besser. Mann. Ach komm schon. Ach. Ach, das ist doch scheiße. Meine Güte, ey. Fallt doch um. Wie viele passen eigentlich in dieses Drecksauto? Nicht gespeichert, scheiße. Ach, komm schon. Oh, jetzt habe ich noch nicht gespeichert. Ich wollte laden. Scheiße. Ach komm schon, ihr trefft immer beim ersten Schuss, ey. Ja, was wird das? Scheiße, ich brauche Painkiller. Painkiller. Ach, komm schon. Scheiße, ey. Ach, bin ich verpeilt, ey. Völlig verpeilt. Ach man, stirb doch, ey. Geht doch. Stell dich doch nicht so an, ey. Wieder Medis, ne. Oh, bei dieser Parkhausmission kriege ich gerade übelst Bock auf Mafia. Oh ja.
Oh ja, Mafia ersten Teil. Ah. Oh ja, der erste Teil von Mafia. Auch ein richtig geniales Spiel. Ein Klassiker, wie er im Buche steht. Wird es auf jeden Fall noch von mir geben. Jeden. Fuck! Alter. Ich habe einen Schuss nicht gehört. Ach, schieß doch! Die denn schon wieder her? Scheiße, Knacher leer. Ach komm. Na, kommt so viel auf einmal her. Achso. Ich habe ich ganz vergessen. Shit. Kann mir denn keiner erzählen, dass die alle aus dem Auto aussteigen dort? Du musst nicht sterben. Passt schon. Lege, du bist tot. Ja, zu weit. Oh, komm. Was soll ich mir machen hier? Wahrscheinlich so viele, ey. Meine Fresse. Was, wenn hier kein Quicksave geben würde, ey. Boah. Oh, ja, ich habe jetzt gerade gesagt, wenn es hier kein Quicksave geben würde. Ah nein, stirb einfach halt nicht, ne? Oh, das ist genau, das nervt mich echt schon, das ganze Spiel. Manche sterben mit einem Schuss, manche brauchen 15 Schuss. Komm schon raus. Nee, Schluss jetzt. Ich hab Bock mehr auf dich. Geht jetzt der Fahrstuhl oder nicht? Berichte über ein Feuer auf dem Punchinello Anwesen in Westchester. Auf dem Anwesen lebt Angelo Punchinello, der mutmaßliche Kopf des Punchinello-Clans. Nach Angaben der Polizei ist Max Payne entgegen früherer Aussagen noch am Leben und auf der Flucht.
Er setzt seine Vendetta gegen die Mafia fort, da dieser letzte Akt der Brandstiftung zugeordnet wird. Ich konnte mich nicht erinnern, irgendwelche Feuer gelegt zu haben, aber ich erinnerte mich an die Flammen. Tja, ich kenne also ein Miststück in hochhackigen Schuhen, die da sehr gut verantwortlich sein könnte. Hallo? Keiner da. Nie geht einer ran, wenn ich telefonieren will. Alter, habe ich mich erschrocken jetzt. Scheiße, ey. Das ist aber Diegelmuni aus hier. Hm. Ja. Warum auch nicht, ne? Ach, und die treffen wieder. Wie eine Eins, Alter. Ach, mach halt noch mehr Schaden, ey. Ach komm schon, jetzt triffst du oder was? Fall doch um! Ist doch nicht wahr hier. Passt. Das werden nicht alle sein. Nein! Die ganze Zeit schon da? Unglaublich. Ach komm! Sei doch ruhig. Oh, tschüss. Scheiße. Ich hab noch echt getroffen, der Affe. Will nicht, dass er trifft. Hat er nicht getroffen. Das sind 100 Pro noch ein paar hier. Denn du her? Und das 7D Geschoss. Ach, scheiß doch drauf, ey. Ah, Mann! Man findet auch cool, dass man die Kugel sehen kann, auch wenn man nicht damit schießt, also nicht trifft. Und wenn man keine Kamerafahrt bekommt, sagen wir mal so. Und so, da gibt es ja 100 Pro was. Oh, Schmerzmittel, Alter, geil. Sind noch mehr. Und da sammelt sich ein, der Affe.
Also, kann man speichern. Kann man hier einfach durch? Soll wieder einen Weg rausgeben? Ja, hier. Sind wir wieder völlig kompliziert, viel zu kompliziert rein. Aber ist egal. Ach, feg dich doch, Junge. Feg dich einfach. Ja, langsam wäre ich ein bisschen mad. Komm mal nicht raus. Kann doch nicht wahr sein. Was trifft denn der so? Eigentlich wollte ich beim letzten Ladebalken aufhören. Also beim letzten Kapitelwechsel jetzt. Das ist nur inzwischen, ja, lang genug her. Ah, jetzt gucke ich einmal. Einmal gucke ich um die Ecke. Ja, einmal. Und dann steht da keine Sau. Ja, los jetzt. Ach, komm schon. Endlich hat sich mal gelohnt, reingucken. Endlich. Was ist das für ein Parkhaus hier? Wie viele Millionen Stockwerke sind denn das? Ach. Was? Jackhammer? What the heck? Da ist eine Waffe dazugekommen? Ja, das scheint eine Magazinpumpe zu sein. Der Jackhammer. Gut, das ist der Ausgang vom Parkhaus. Ja, da können wir den Jackhammer eigentlich gleich mal ausprobieren hier. Schauen wir erstmal hier. Munition. Nichts, eine Cola. Ein Knopf. Ja, genau. Das musste unbedingt mit reinprogrammiert werden, ja. Jeden Fall. Ja, muss schon alles in Ordnung haben. So, lieber Jack, mal zeig's mal, was du drauf hast hier. Ja, besser. War ja auch gar nicht. Na, komm schon. Na ja, genau. Ja. Oh, Max, Alter, du bist so eine Flasche, Alter. Das ist so übel. Das ist einfach so übel. Wirklich? Maxi, Maxi, Maxi. Komm
Weißt du, ich hasse Leute, die sich weigern, das Unvermeidliche anzusehen, die sich weigern, ihren Verstand zu beherrschen. Der Endgegner oder ein Zwischenboss, wie auch immer. Nein, ich muss das Richtige tun. Bist du... Ich muss sagen, für einen smarten Jungen bist du manchmal ganz schön dickköpfig. Hä? Wo ist der Arsch hin?